Telekinese wäre, um den wegzutransportieren. Das ist Mist. Blutfliege, siehst du, tatsächlich. Wir haben jetzt mal die Blutfliege angelegt. Gucken mal, ob wir das hinkriegen. Mal schauen, ob das was wird. Und bitte haltet mich da auf dem Laufenden, ob das... Ich meine, es nicht ernst. Kein Mana oder was? Ob das anfängt zu ruckeln, ne? Das wäre schön, wenn er mich da besser auf dem Laufenden haltet. Wieso hat er das jetzt nicht verwandelt? Was war das jetzt? Hat's Mana nicht gereicht oder was? Nochmal. Das muss ich echt mit Telekinese versuchen. Wolf nützt uns nicht. Moderat nützt uns auch nicht. Fleischschwanze. Blutfliege. Also ansonsten haben wir wirklich nur noch Telekinese. Der hat mir ja... Ach. Okay, dann machen wir es anders. Dann versuchen wir es mit Telekinese. Wenn das mit der Blutfliege jetzt gerade nicht wird, dann nehmen wir mal... Ach, guck mal, da ist er. Siehst du das? Da ist er, der Fokus. Okay, er liegt da unten. Sterbe ich jetzt, wenn ich so runterfalle? Nö. Aber war's. Ach, da kommt noch eine Harpie. War's nötig? War's nicht? Okay. Ich bin unschuldig. Ich habe nicht angefangen, Quitschi war's. Ja, na genau. Ich bin das gewohnt von zu Hause. Ist doch überall das Gleiche. Ich bin immer schuld. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das, Achso, ich muss erstmal natürlich dahin zaubern. Fokus aus der Bergfestung. Mann, das war nichts. Was stellst du dich so an? Was stellst du dich so an? Also anders, gar nicht so einfach das. Ich muss den Zauber aufrechterhalten. Und dann muss ich das wegbewegen, ne? Mana geht dabei zur Neige. So, jetzt fällt es runter. Jetzt liegt es da unten vor der Tür. Jetzt gehen wir die Treppe runter. Mal gucken, ob es dann immer noch da liegt. Aber wir können ja erstmal noch höher gehen. Ja, das würde ich vielleicht sogar mal machen. Ich höre hier Goblins. Und noch mehr Ungetier. Ach cool. Der hat sogar der Nightbot arbeitet wieder. Was ist los? Willst du nicht? Jetzt. Kann ich ja vielleicht erstmal von unten versuchen, die abzuschießen? Lass mal probieren. Was macht denn die noch da oben? Ne, die schießt er nicht, ne? Das schafft er nicht, oder? Ja, komm. Kriegst du nicht ins Visier. Ne. Also muss jetzt da hochgehen und muss aus Nahkampf Fernkampf machen. Sag mal, Geli, hast du die neuen Infos zu Pokémon Schwert und Schild schon gesehen? Oh. Ich kenne mich damit gar nicht so aus. Mein Sohn mag Pokémon. Nein, 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 nein. Oh, du Trottel, was machst du denn da? Für meinen Sohn wäre das sicherlich was. Was ist denn das? Ist das ein neues Spiel? Ich habe gesehen, dass es... Och, das hatten wir doch schon mal. Dass es ein neues Handyspiel geben soll, auf jeden Fall dazu. Zu Pokémon. Muss ich nachschauen. Es soll da wohl um... Warte. Oh, ich komme da nicht hoch. Ich krieg die in die Krise. Der hat manchmal, das habe ich letztens schon gehabt. Ich will jetzt da hoch, da muss doch was zu holen geben. Das ist eine neue Generation von Pokémon für die Switch. Ah. Jawohl, so haben wir das. Jetzt da die schnell weg. Du, dich krieg ich auch da oben. So. Geht's noch höher? Alter, ohne Witz. Was denn du? Was ist denn das für ein Bug schon wieder jetzt hier?
Ach guck mal, ich hänge im im Wasserfall hänge ich fest. Okay. Sauerstoffmäßig, wie sieht's da aus? Sag mal, ich hab grad aus den falschen Zauber gewirkt oder was ist jetzt hier los? Du bist ja soffen, oder? Ja, na, das war klar. Alter, was ist denn mit dir los hier heute? Okay, habt ihr The Witcher auf PC gezockt? Weiß nicht, wie ihr es aus dem Game raustappen kann. Ne, ich habe tatsächlich The Witcher nicht gespielt. Achso, hier hatten wir uns jetzt gespannt. Pass mal auf. Dann gehen wir zuerst da hoch. Das gehen wir jetzt mal zuerst da hoch. Der soll in Ruhe kämpfen. Ich will jetzt da oben wissen, was da oben los ist. Das ist für mich jetzt wichtig. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin da so ein bisschen geil drauf, rauszufinden, was hier los ist. Aber wenn der natürlich so rumbackt. Hüpf doch mal, du bist zu blöd zum Springen, Mann! Boah. Vom Game zum Discord. Raustappen, ach so. Tja, das ist natürlich so eine Sache. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ich gehe erstmal hier noch die Etage gleich nach oben. Alles klar. Sind ja nur zu zweit. So, die ist weg. Komm. Die haben wir. Wo ist die andere? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Es ist schon ein bisschen am Rumbacken, ne? Ich versuche jetzt nochmal hier rauszugehen. Jetzt schwimmt er erstmal nicht, auf jeden Fall. Gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Die können wir gut gebrauchen. Schießt natürlich ohne Ende Munition weg, aber was soll der Geiz? Also raustappen kannst du natürlich nochmal versuchen mit Alt-Tabulator. Oder mit, mit Alt-Tab oder eben mit der Windows-Taste, ne? Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das überhaupt das Spiel dafür ausgelegt ist. Kann auch sein, dass es gar nicht gehen soll. Oder gehen, dass es gar nicht beabsichtigt ist, dass es geht. Bitte nicht runterstürzen. Bitte nicht. Okay. Ah, da ist die Kiste, komm her. Oh, jetzt brauchen wir... Links. Nochmal links. Das war falsch. Okay, links, links, rechts, rechts, links, links. Okay. Was ist das hier? Ein Siegbringerschwert. Ein paar Münzen. Na, ein paar Tränke. Das ist jetzt... Also, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Wie oft kommt denn das jetzt noch? Nightbot. Das sollte eigentlich alle 60 Minuten oder so, alle 90 Minuten machen. Hier macht niemand, was es soll. Alles klar. Na genau. Hat sich voll gelohnt hier, da hochzugehen, zwei Tränke zu kriegen, für nichts. Noch in Sturz, dann sind wir tot, ne? Kannst du mal bitte die Leiter... Ja, bitte, so geht's doch. Ach, das Spiel hier, das ist schon niedlich. Okay, jetzt gehen wir nochmal raus und holen den Fokus. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier zu speichern. Also wir haben ja nicht wirklich was da oben gewonnen, aber wir waren zumindest da oben drin. Naja, und das ist es mir jetzt auch wert, dass wir dabei, dass wir dafür am Ende nichts mehr haben hier. So. Jetzt gehen wir noch speichern, holen den Fokusstein da vom Dach, gehen runter und dann können wir endlich das machen, was wir eigentlich wollten, wieder nach Hause. So. Das muss natürlich auch schnell gehen, sonst ist nämlich das Mana alle. Aber dass man den auch nicht an sich ranziehen kann, man kann den nur irgendwo runterschmeißen. Okay. Da unten liegt er, der Lester ist da unten, steht da. Kannst du ins Pausenmenü und dann mit der Windows-Taste öffnen? Das wäre natürlich auch eine Variante. Das stimmt. Go down, Moses. Regionsformium, das Smogmog sieht zum Schießen aus. Smogmog. Zur Bibliothek waren wir schon. Ich speichere jetzt unter einem anderen Spielstand. Nicht, dass der Fokus verloren geht. Das wäre schade. So, hier ist auf jeden Fall nicht mehr am Start. Geh mal raus. Hier liegt er doch. Guck mal hier. Ey, Mr. Fokus. Das ist ja so genial. Nun haben wir beide, was wir wollten.
Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. So, jetzt ist die Frage. Haben wir sie? Wir müssten alle haben. Ja, wir müssten alle Fokussteine haben. Warte mal. N. Fokus 1, 2, 3, 4. Suche nach den Fokussteinen. Pass auf, wir gucken mal. Ich muss aber da drüben gucken, wo ich gerade bin, weil ich sie auf meinem Bildschirm nicht sehe. Da. So, such nachdem ich aus dem Fußball einen Service begeben habe. Ah, genau. Okay, dann müssten wir sie alle haben. Also es sind das jetzt noch weitere vier. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt nach Hause zu den Wassermagiern. Zu den Wassermagiern müssen wir uns teleportieren, ne? Also, Teleportsteine. Teleportierung zu den Wassersteinen. Das können wir wieder ablegen hier. Vielleicht nicht, dass wir da durcheinander kommen. Die heben wir uns noch auf. Ach, der hat uns ja bloß, der hat sogar keine Rune gegeben, ne? Die Rune haben wir nur für den Tempelritter hier. Aber der hat uns zu den Wassermagiern bloß so ein Ding gegeben. Da kommen wir nur ein einziges Mal hin. Die Frage ist, die Wassermagier sind im Norden und wir sind aber ganz unten im Süden. Da rennen wir nicht hin. Das teleportieren wir. Ich speichere eben. Wir brauchen eh Mana. Wir brauchen eh Mana-Trank. 30 reicht aber da völlig aus. Wir haben nämlich kaum Mana. Wir sind nämlich zum Zaubern noch gar nicht so richtig gemacht. Und jetzt geht's mit der 5 ins... Und ihr sagt mir mal bitte, ob das ruckelt, wenn wir das jetzt hier so machen, ne? So mache ich es, wenn ich sie nicht raustappen kann. Okay. Spiel hängt. Spiel stürzt. Und wir wollten uns ja zu den Wassermagern teleportieren. Mal gucken, ob das jetzt... Erstmal gucken, ob wir jetzt eine andere Rüstung haben. Jetzt haben wir also quasi... Wo ist denn Lester jetzt hin? Lester ist weggelaufen. Jetzt sehe ich gar nicht wirklich einen Unterschied an der Rüstung. Ich habe jetzt gedacht, bei Lester würde man es vielleicht sehen. Teleport Wassermarke. Wir versuchen es nochmal. Und wieder bleibt es hängen. Aber der fand den Film wirklich sehr, sehr gut. So. Hier sind wir nicht richtig. Oh, wir müssen noch weiter runter, sehe ich gerade. Um hier rauszukommen. So, let's go here down. Let's go here down. Wo geht's denn jetzt hier? Wo ist denn... Hä? Wo sind wir denn hochgekommen? Sind wir hier hochgekommen? Ne, hier waren wir bloß drinnen und haben... Ach, da steht Lester. Der lästert hier. So. Hier, die hat man leergeräumt schon, ne? Genau, die hat man schon leergeräumt. Tja, jetzt kenne ich mich leider mit überhaupt nicht aus mit Pokémons, ne? Also ich hätte jetzt, wenn ihr jetzt mit Yu-Gi-Oh! Karten und so kämmt, ja, dann würde ich sagen, okay, das verstehe ich. Aber da habe ich keine Ahnung von. Eine Axt liegt hier rum. Ich habe doch gewusst, dass ich einen Goblin gehört habe. Dann hat er hier vorhin gegen den Goblin gekämpft, offenbar. Aber ich muss doch da runter. Ach so, ja klar, ich bin auch doof. Mann, hier ist der Weg. Mann, ey. Also, ich konnte mich letztens ins Sumpflager teleportieren. Warum kann ich es nicht bei den Wassermagiern? Woran liegt das? Ja, Yu-Gi-Oh! Ich habe tatsächlich, auf dem Handy habe ich Yu-Gi-Oh! Mal gespielt. Und ich habe auch alle drei Yu-Gi-Oh! PC-Spiele besitze ich auch, alle drei. Also die Yu-Gi-Edition und die Kaiba-Edition und auch die Joey-Edition. Habe ich alle drei mir mal gekauft. Und die Joey-Edition war ja meines Erachtens nach die, mit der man auch netzwerkfähig war, ne? Man musste dann die haben, um im Netzwerk spielen zu können. Ob jetzt Internet da ging, weiß ich gar nicht. Aber ich würde sagen, mindestens Netzwerk auf jeden Fall. Tut mir leid, Bro. Ich muss schnell sein. Der Hippie. Okay, da haben wir so einen Bluthund. Der kann eigentlich nicht wirklich viel, wenn man da schnell ist. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen das Geschick leveln oder so. Keine Ahnung. Oh, warte. Wollen wir jetzt hier... Pass auf, können wir jetzt da hochgehen? Müssen wir schon auf die Map schauen. Das neue Lager ist ja oben on the left side. Mal gucken. Wir sind jetzt da unten. Wir gehen einfach über die Brücke rüber. Genau, wir gehen hier gerade über die Brücke rüber. Naja, dann holen wir uns ein paar Erfahrungspunkte. Räumen wir halt noch ein bisschen auf. Also ich habe Yu-Gi-Oh! Legacy auf der Duelist. Da gibt es wohl so einen Kampf,
Kampagnenteil als auch, okay. Na, dann muss ich mal bei Steam schauen. Das würde mich auch mal tatsächlich interessieren, ne? Muss ich mal sagen. Ich habe leider Pokémon nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, woran das... Oh. Diese Orkhunde nerven mich natürlich tierisch. Ich habe damals Yu-Gi-Oh! Nicht Pokémon nicht mit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, mir wurde ja mal erklärt, dass Pokémon eigentlich viel eher da war als Yu-Gi-Oh! Ne? Das lief ja schon eher als Trickfilm. Und trotzdem habe ich es irgendwie nicht mitgekriegt, ne? Also habe schon gesehen, dass es im Fernsehen läuft. Aber das war irgendwie nicht das Gleiche. Bei Yu-Gi-Oh! Das war halt genauso die Zeit, wenn ich also damals Abi gemacht habe, bin ich halt nach Hause gekommen, habe mich aufs Bett gehauen, habe Nickerchen gemacht mittags und da lief immer Yu-Gi-Oh! Genau in der Uhrzeit, ne? Das lief dann halt im Hintergrund, während ich gepennt habe. Ja, und das war halt bei Pokémon nicht so.